Die Vorfreude auf das Spiel ist immer sehr groß, aber wenn es ein Derby und gegen GRK ist, ist es natürlich umso größer. Das freut sich, glaube ich, jeder einfach nur noch auf Sonntag, weil da einige Leute hoffentlich kommen werden. Und für das spielt man Fußball, glaube ich, für solche Spiele. Der Derby ist immer anders, immer besonders. Und am Morgen, wenn du in der Früh aufstehst und Zeitung liest, ob es jetzt KSV steht oder GRK ist, schon, das macht schon viel Unterschied. Ja. Und ich hoffe, wenn ich am Montag in der Früh aufstehe, es wird das in Zeitung KSV steht und dass wir gewonnen haben. Ja. Es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel sein mit so vielen Zuschauern und ja, jeder wartet auf Sonntag. Ja. Ja, es war enorm wichtig, dass wir jetzt in Wien gewonnen haben. Jeder hat eingehaut, jeder hat 120% gegeben und das war für Selbstvertrauen extrem wichtig. Und wenn es jetzt dreimal hintereinander verliert, sagen wir mal, ist nicht so gut für Kopf auch. Und der Sieg hat uns extrem gepusht und darum jetzt, wir gehen zu Hause extrem mit offener Brust gegen GRK. Ja. Ja, das war natürlich sehr, sehr wichtig. Nach den ersten drei Runden, wo du immer verloren hast, war die Stimmung schon ein bisschen am Knackpunkt. Und mit dem 3-0 merkst du gleich, dass alle wieder ein bisschen lockerer sind. Und im Training ist gleich ein anderer Elan drinnen und mehr Spaß wieder. Es war der erste Sieg. Wie groß war da die Erleichterung bei euch? Ja, sehr groß, weil es immer nicht nur ein knapper oder ein Zittersieg war, sondern gleich mit einem 3-0. Für einen Verteidiger immer schön, dass man zu 0 spielt. Und wenn man 3 Tore schießt, ist es natürlich auch umso besser. Ja, man hat es gesehen am Jubel, wie wichtig dieser Sieg für euch war. Zusammen gefeiert und ja, das war richtige Erleichterung, oder? Ja, es war zuerst Mannschaftsarbeit. Wie gesagt, von Bank auch, die eingekommen sind. Die haben fast das Spiel entschieden. Und wirklich jeder hat eingehaut. Jeder hat, wie gesagt, alles gegeben. Man hat so super Debüt gefeiert. Und Como auch nach dem so langen Verletzung hat uns extrem viel geholfen. Und ja, wie gesagt, wir haben kleine Kader. Und jeder Spieler ist für uns sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir auch eben mit zwei richtigen Spielern verstärkt und hoffentlich, die werden uns extrem viel helfen. Ja. Wir schauen jetzt weiter, dass wir es bestätigen können und gegen GRK, Debütspiel, mit so vielen Zuschauern auch 3 Punkte holen können. Ja. Was erwartest du am Sonntag für ein Match? Ich erwarte extrem, es wird viel Zweikämpfe geben, auch eben, es wird so viel Zuschauer sein, es wird so emotionelles Spiel sein und ich glaube, der am meisten die Zweikämpfe gewinnt, wird auch den Sieger vom Platz gehen. Ja. Der GRK ist auch nicht so eine gestartet wie erwartet, glaube ich, und war erst jetzt im letzten Spiel überzeugend und von dem her erwartet er Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, dass es wieder wichtig wird, dass wir genauso wie in Rapid einfach in den Zweikämpfen da sein und jeder alles gibt und sich vorher eine hat und ich glaube, dann schaut es gut aus. Die Stimmung ist extrem wirklich gut nach dem Sieg halt, ist alles ein bisschen anders, aber wir dürfen natürlich nicht nachlassen und beim Training jeder haut sich ein, es ist Konkurrenzkampf, jeder will Startelf spielen und das ist gut und das macht Team noch stärker und stärker und hoffentlich wird es auch so bleiben. Ja. Beide Mannschaften kennen sich ja relativ gut, ja, das bringt ja auch noch zusätzliche Brisanz ins Spiel, oder? Ja, natürlich, ich freue mich gegen Ex-Spieler zu spielen, die kennen fast halbe Mannschaft von GRK und ja, die freuen auch sich, die kennen uns jeder einzeln sozusagen, und aber wir kennen auch und wir werden auch die gut analysieren und natürlich am Sonntag wird da Platz brennen, ja. Ja, es kommen viele Zuschauer. Wie sehr pusht euch das als Mannschaft nochmal? Ja, ist extrem, weil wir haben leider nicht so, bei uns kommen leider nicht so viele Zuschauer und jetzt eben GRK nimmt es auch mit. Und ja, es wird wirklich, wirklich spannendes Spiel sein und es Zuschauer macht viel aus, ja. Und das für uns ist es trotzdem noch mehr Motivation, wenn eine ganze Familie oben steht und so sieht, das ist trotzdem anders, ja. Ja, aber es wird auf alle Fälle Zeit wieder für einen Heimsieg. Der letzte war im April. Ja, natürlich. Fans erwarten, dass wir mal jetzt wieder zu Hause gewinnen. Und wir haben nichts zu verlieren. Wir spielen zu Hause, wir müssen Fußball spielen und alles geben, was wir können. Und dann schauen wir, wie das ausschaut, ja.